Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Let's Play WWF SmackDown. Mein Name ist David und wir werden zusammen den Season Mode von WWF SmackDown zocken. Ja, WWF SmackDown, das erste SmackDown-Spiel vor der SmackDown vs. Raw-Reihe gab es ja noch eine SmackDown-Reihe, 5 Spiele. Und das hier ist jetzt eben das allererste, WWF SmackDown, noch keinen Zusatztitel. Also nach, die hatten dann eben immer Zusatztitel, Know Your Role, Shut Your Mouth. Just Bring It und ja, Here Comes the Pain. Ist zwar nicht die richtige Reihenfolge jetzt gewesen, aber egal. Und wie gesagt, das hier ist eben das erste. Und wir werden jetzt zusammen den Season Mode zocken. Jawohl. So, und zwar mit Hardcore Holly. Warum gerade mit Hardcore Holly? Ich habe mir gedacht, so mit The Rock, Steve Austin, Undertaker und so spielt ja mal jeder. Nehme ich mal irgendwen, der eher so, naja, den einfach nicht jeder nimmt, wenn er zockt. Deswegen habe ich mich für Hardcore Holly entschieden, weil der cool ist. Ja, wir spielen also den Season Mode mit Hardcore Holly. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich den komplett spielen werde. Ich weiß sowieso nicht genau. Ich habe einmal kurz reingespielt in den Season Mode, damit ich mal ein bisschen weiß, wie der funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich den komplett durchspielen werde, falls der überhaupt ein Ende hat. 20 Parts werde ich mindestens machen von diesem Projekt. Allerdings, ob ich danach weitermache mit WWF SmackDown, das hängt davon ab, wie gut es ankommt. Also wenn ihr nach 20 Parts immer noch Bock habt auf das Spiel, werde ich weitermachen mit dem Season Mode. Wenn nicht, dann werde ich eben aufhören und ein anderes altes Wrestling-Spiel machen, denn ich will noch so ein paar Oldschool-Let's Plays vom Wrestling-Spiel machen. Und ja, den Anfang machen wir jetzt eben hier mit WWF SmackDown. Also im Season Mode, wir starten jetzt einmal rein. Ich will jetzt hier auch nicht mehr viel labern. Wie gesagt, 20 Parts eben mindestens und dann kommt es darauf an, was ihr meint. So, Season, genau da gehen wir rein. Es gibt irgendwie noch den Pre-Season Mode, aber den wollen wir jetzt nicht ausprobieren. New Game, jawohl, ja. So, jetzt können wir hier auswählen, wer wir denn spielen wollen, wen wir denn spielen wollen. Und ich gehe einfach mal gerade durch. Jetzt haben wir zwar keine Bilder, aber zumindest mal die Namen, damit ihr wisst, wer alles drin ist. Das Spiel ist von 2000, Anfang 2000. 2000 kamen insgesamt, glaube ich, 9 Wrestling-Spiele raus. Und 2 davon waren SmackDown, also WWF SmackDown und WWF SmackDown, ich glaube, Know Your Role. Also 2 SmackDown-Spiele kamen 2000. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall ist das Spiel von 2000, also am Ende der Attitude Era. Demnach sind eben das auch die Wrestler. Stone Cold Steve Austin ist dabei, der Undertaker, The Rock, Big Show, Mankind, Ken Shamrock. Den wollte ich mir zuerst nehmen fürs Let's Play. Also den wollte ich zuerst spielen, da habe ich mich letztendlich aber doch für Hardcore Holly entschieden. Vince McMahon haben wir am Start, X-Pac, The Big Boss Man, Val Venis, der damals European Champion war übrigens, Kane, Triple H, Mr. Ass, alias Road Dogg, Jesse James, alias Billy Gunn, den Road Dogg, Hardcore Holly, Test, El Snow, Gangrel, Debra, also auch noch Frauen sind auch dabei, der Godfather, Tori, Shiner, Edge, Christian, Dale Brown, den kenne ich gar nicht, weiß gar nicht, wer das ist, Mark Henry, die Hardy Boys, Chris Jericho, dann noch die Dudley Boys, jawohl, die Dudley Boys, Bradshaw und Farouk, APA, Steve Blackman kenne ich ebenfalls nicht, Paul Bearer, den kann man sogar spielen, aber ich wollte jetzt nicht den Season Mode mit Paul Bearer machen, das käme irgendwie doch ein bisschen komisch, Shane McMahon. Und das war's. Das ist empty. Das ist wahrscheinlich auch für die Cradle Wrestler Geschichten. So, wo war jetzt Hardcore Holly? Hoppala. So, wo war jetzt Hardcore Holly? Gerade ein Problem gehabt. Hardcore Holly, hier ist er. So. Zack. So ging das. Jawohl. Den spielen wir. Wir könnten auch, glaube ich, noch mehrere spielen. Damit Player 2. Also, ich könnte jetzt hier auch Player 2, aber das machen wir nicht. Also, wir spielen Hardcore Holly. Und damit hat sich die Sache. Jawohl. Das ist meine Decision. House Show. So, also, unsere erste Show, meine Damen und Herren, beziehungsweise die erste Show jetzt hier im Season Mode. Bevor wir aber loslegen, zeige ich euch mal noch gerade die beiden anderen Sachen hier. Das Ranking-List habe ich nicht genau verstanden, da ist eben eine Liste mit Punkten, aber wo die Punkte herkommen für die Leute, kein Plan. Steve Austin, Undertaker, Rock, Big Show, vielleicht ist das, wie gut die sind, wie gut, also wie die Skills sind oder so, kein Plan. Dann haben wir hier noch, hoppala, Title Holder List, also wer momentan die Champions sind, da sehen wir es nochmal. World Heavyweight Champion ist momentan der Big Show, Intercontinental Champion Chris Jericho, Tag Team Champion The Rock und Mankind, also Rock and Suck Connection, European Champion, wie gesagt, Val Venis, Hardcore Champion ist der Big Boss Man und Women's Champion Tori. Ja, der WWE-Titel und der USA-Titel, die sind meines Wissens nicht dabei, weil es eben WWF SmackDown ist. Und deswegen sind nur die SmackDown-Titel dabei, glaube ich mal. Vielleicht sind die auch dabei und ich finde die nur nicht.
Nee, aber ich kann sonst nichts auswählen. Naja, egal, das sind auf jeden Fall momentan die Titelträger. Und wir gehen jetzt rein ins Match. Und ja, hier ist eben die Show, die House-Show ist das heutige Event mit den ganzen Matches. Ich gehe zuerst mal die Card einfach durch. Matt Hardy tritt an gegen Christian. Devon Dudley gegen Edge. Shiner und X... Oh! Ah ja, genau, Four-Way-Dance. Hier heißt es anstatt Fatal Four-Way und Triple Threat Match heißt es Three-Way und Four-Way-Dance. Irgendwie komisch. Also Shiner, X-Pac, Shane McMahon und Mr. S in einem Four-Way-Dance. Die gehen ein bisschen tanzen hier. Der Godfather gegen Gangrel. Hardcore Holly, das ist unser Match. Ach du Scheiße! Gegen den Big Show. Ein Anywhere-Match. Ein Anywhere-Match. Wahrscheinlich ein False Count Anywhere-Match. Ach du Scheiße, Alter. Gegen den Big Show. Leck mich am Arsch. Oh, super. Und zum Schluss noch ein Triple Threat Match zwischen Val Venis, El Snow und Vince McMahon. Und da geht's um den European Championship. Alter Vater. Bei uns geht's um nichts, ne? Ne. Alter Vater. Direkt mal ein Titelmatch im ersten Part schon hier. Und das Geile ist mit Vince McMahon. Vince McMahon, wenn der gewinnen würde, wäre er der neue European Champion. Das wäre mal saukomisch. Also, wir skippen natürlich alles, außer unser Match. Ich spiele natürlich immer nur mein Match mit Hardcore Holly. Matt Hardy gegen Christian. Also einer der Hardy Boys gegen Christian und Edge. Gegen einen von denen, egal. Matt Hardy gegen Christian. Wer gewinnt? Na, Matt Hardy gewinnt. Ich hab, weiß gar nicht, wer wird. Also, W steht für One oder Win und L für Lose wahrscheinlich. Also, Matt Hardy gewinnt und Christian verliert. Devon Dudley gegen Edge. Wieder jeweils einer von einem Tag-Team. Hier gewinnt Devon Dudley. Edge verliert. Oh, also Edge genau wie Christian hier. Oh, fuck, was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich... Achso, das dritte Match simuliert. Ja, das ist nicht schlimm. Das war es mal aus, was wollte ich gerade gar nicht, aber egal. X-Pac hat den Four-Way Dance gewonnen. Er kann es also am besten dancen. Gegen Shiner, Shane McMahon und Mr. S. Okay, kommen wir zum nächsten Match. Godfather gegen Gangrel in einem Singles-Match. Der Godfather gewinnt. Es gewinnt immer der Obere. Ja, also gut, hier nicht ganz der Obere, aber immerhin aus dem oberen Drittel. So, wen haben wir denn hier? Achso, das ist unser Match, meine Damen und Herren. Da würde ich doch mal sagen, starten wir da auch volle Suppe rein. Hardcore Holly gegen den Big Show. Und jetzt viel Spaß mit den großartigen Entrances. Ja, jetzt fällt mir gerade ein, was laber ich für einen Müll mit dem Heavyweight Champion. Natürlich, der Big Show ist WWF Champion, nicht World Heavyweight Champion. Den gab's ja damals noch gar nicht, den Titel. Den gab's ja erst, nachdem die WCW... Alter! Alter Vater! Der Hardcore Holly! Der Hardcore Holly macht einen... Der Hardcore Holly macht einen Powerbomb mit dem Big Show. Krasse Geschichte. Alter Vater! Aber ja, mit dem Big Show haben wir hier natürlich... Einen der stärksten Gegner, wie gerade gesagt, ja, er war damals WWF-Champion. Ja, sorry, da war ich irgendwie gerade eben ein bisschen verwirrt. Der war natürlich WWF-Champion, nicht World Heavyweight Champion. Der Titel wurde ja erst eingeführt, nachdem man die WCW hatte. Nachdem die WWE die WCW gekauft hat, sagen wir mal so. Ah ja, stimmt, das ist ja ein False Count Anywhere Match. Ich frage mich, scheiße, ich weiß gar nicht, wie man Waffen aufnimmt. Ich habe das Spiel natürlich schon ein paar Mal gezockt, so ein bisschen angezockt. Alter, ich lose ja gerade voll ab. Das Blöde ist nur... Ich weiß nicht, wie man Waffen aufnimmt. Und mit dem Kontern klappt bei mir nicht immer so richtig. Ja, komm, jetzt vielleicht mal. Jawohl, da schön der Schlag gegen den Big Show. Also ich muss hier darauf hoffen, ohne Waffen gewinnen zu können. Denn, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man die aufnimmt. Und ich glaube... Wow, 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 wow. Das ist das geil. Das ist so geil. Der Big Show geht aufs oberste Rechtsseil und macht einen High-Fly-Move, Alter. Wie geil. Und der Hardcore Holly nimmt einfach mal den Big Show und die Powerbomb. Das ist auch schon krank. Richtig kranke Scheiße. So, Suplex kriegt er auch hin. Super. Alter, wie wir den Big Show fertig machen mit dem Hardcore Holly, ey. Super geile Geschichte. Oh, Pin? Pin wollte ich gar nicht. Das war ein Ausversehen. Wollte natürlich noch nicht pinnen. Bulldog. War natürlich auch klar, dass er da rauskommt aus dem Pin. Das war eine klare Sache. Ja.
Gut, aber logisch, ist schwer jetzt. Das ist unser, ist blöd, dass das jetzt das erste Match ist gegen den Big Show, weil ich meine, der Big Show ist einfach WWF Champion, einer der stärksten Charaktere hier im Spiel. Und wir müssen direkt mal gegen den antreten, kommen aber hier aus dem Pin nochmal raus, aus dem auch, jawohl. So, und versuche ich dem mal ein bisschen Platz zu machen, aber sobald der irgendwie, ja, der ist schon relativ nah am Finisher und sobald der den macht, bin ich weg, weil dann bin ich, glaube ich, K.O. Also dann habe ich durch KO verloren, durch Knockout. Und nicht mal durch Pin. Ach so, stimmt. Ich habe bisher noch nicht rausgefunden, wie man den Finisher macht. Irgendwie, ich dachte, das würde mit L1 gehen. Geht's aber gar nicht. Irgendwie habe ich bisher das noch nicht gecheckt mit dem Finisher. Also falls irgendwer weiß, wie man damals bei WWF SmackDown den Finisher gemacht hat. Auf der Blazy. Bitte mir in die Kommentare posten. Das würde mich sehr freuen. Weil, ja, wie gesagt, ich würde das gerne wissen, aber ich würde auch gerne den Finisher mal machen, weil ich habe ihn nämlich jetzt auch bald. Ich will eigentlich gar nicht die ganze Zeit diesen UFC-Move hier machen. Ich habe halt eben noch die Griffe noch nicht ganz so raus. Weil je nachdem, was ich drücke, was dann für ein Griff rauskommt. Deswegen kann es auch mal sein, dass ich hier dreimal hintereinander genau dasselbe mache. Das tut mir dann leid. Aber das wird sich auch noch ein bisschen ändern innerhalb des, ja, doch während des Let's Plays. Jetzt kontert der hier, der scheiß Wichser. Und, na, noch nicht den Finisher, aber bald hat er den. Wir haben ihn aber auch bald. Na, jetzt hatten wir ihn fast so weit gehabt hier. Jetzt macht er zweimal selber, der Wichser. Ah, der Wichser natürlich riesengroß. Damals auch so geil noch, mit komplett mit Haaren, Bart und Pferdeschwanz sogar noch. Super geile Sache. So, und jetzt hat der Big Show den Finisher. Ah, wir kommen nochmal gerade so raus. Ganz knappe Geschichte und bam! Batista-Bomb wollte ich jetzt schon sagen. Ja, der steht so schnell nicht auf hier, der Big Show. So, Suplex. Und da ich nicht weiß, wie der Finisher geht und es super wäre, wenn wir gegen den Big Show gewinnen, covern wir den jetzt einfach mal. Vielleicht schaffen wir es nach. Nee. So schnell ist der Big Show nicht zu schlagen. Schade, schade. Hätte ja können sein, aber der Big Show, ja gut, wie gesagt, das ist eben hier einer der stärkeren oder der besten Wrestler überhaupt im Roster hier. Oh, okay, ah. Jetzt habe ich herausgefunden, wie man die Waffe nimmt. Ah, und jetzt ist es vorbei. Da ist der Big Show Chokeslam. Und wahrscheinlich, oh ne, doch noch kein KO, aber da kommen wir nicht mehr raus. Doch, da kommen wir doch noch raus. WTF, der Hardcore-Holly, der zeigt die Ambitionen. Das ist ja krasse Geschichte. Na, dann würde ich nochmal glatt sagen, bam. Jetzt triff ich nicht. Nein, 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 scheiße. Das war jetzt scheiße. Scheiße mit der Scheiße, ihr werdet noch blöde. Weil ich würde den gerne mit dem Stuhl schlagen, komm. Steh auf, jawohl, jetzt haben wir noch getroffen. Ah, fuck. Rotz da. Ja, ich gehe mal davon aus, der Big Show wird gewinnen. Der ist doch wesentlich besser als wir in diesem Match. Und hat ja auch schon seinen Chokeslam gezeigt. Vorbei, scheiße. Wir wären fast noch rausgekommen. Aber gut. Und jetzt das grandiose Ende. Normalerweise stehen sie mit in der Mitte des Rings. Winner? Achso, ja, er ist Winner. Ich habe verloren. Ja, leider verloren das erste Match. Aber wir werden sehen, was sich beim nächsten Mal ergibt. Immerhin, wir hatten jetzt so ziemlich den stärksten Gegner, den man überhaupt haben kann. Und haben uns doch gut geschlagen, wie ich finde. Von daher, ja. Gut, dann skippen wir noch das letzte Match, weil dann natürlich kann ich das jetzt nicht spielen, aber es ist ein wichtiges Match, es geht um den European Championship. Also bin ich mal gespannt, ob Val Venis seinen Titel hier verteidigen kann. Ja, er schafft es. Val Venis bleibt, Val Venis bleibt European Champion, as no Vince McMahon keine Chance. Das war's erstmal wieder, meine Damen und Herren, mit dem Season Mode von WWF SmackDown. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ich würde mich vor allem über Feedback freuen und was ihr von dem Spiel haltet. und ob ihr es damals gespielt habt, würde mich auch interessieren. Aber ja, schreibt mir bitte in den Kommentaren ein bisschen Feedback zu dem Projekt beziehungsweise allgemein zu der Tatsache, dass ich jetzt wirklich komplett alte Wrestling-Spiele hier zocke. Ich meine, grafisch gesehen. Also, das war's von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dem nächsten Part wieder bei der House Show. Bis dann, bleibt dran und tschüss.